Insgesamt 5 Transporte verließen Hannover vom Lindener Bahnhof Fischerhof ausgehend in Richtung Theresienstadt. Der letzte erreichte das Ghetto am 25. Februar 1945. 75 Jahre sind seitdem vergangen, vergessen werden darf aber nicht. Das zeigen vor allem die aktuellen Geschehnisse, findet Asaf Levitin, Kantor der liberalen jüdischen Gemeinde Hannover. Zum Gedenktag betet er für die Toten. Immer wieder kommen neue Ereignisse, Vorkommnisse und Zwischenfälle. Und es ist manchmal das Gefühl, dass natürlich ist das wichtig, das zu machen, aber dass immer wieder gibt es Leute, die es noch nicht begreifen. Das Bedürfnis nach einer Erinnerungskultur scheint aktueller denn je. In Zeiten, in denen die ZeitzeugInnen aussterben, steht außerdem die Frage im Raum, wie wir uns in Zukunft erinnern. Eine Frage, mit der sich Karl-Josef Kreter, Leiter der städtischen Erinnerungskultur, beschäftigt. Wir arbeiten viel daran, dass wir versuchen, Lernmethoden des Lernens, der Auseinandersetzung intensiver zu gestalten. Und wir sind gerade dabei, ein Zeitzentrum Zivilcourage aufzubauen, in dem diese Arbeit des Lernens und des Gesichtszeigens, des Demokratielernens weiter verbessert wird, vielleicht sogar zu einer neueren Erkenntnis führt. Auch die Organisation von Gedenkveranstaltungen wie die heutige fällt in das Aufgabenfeld der städtischen Erinnerungskultur. Dazu wurden Oberbürgermeister Belet Onay und die stellvertretende Regionspräsidentin Petra Rutzuck eingeladen, die einen Kranz niederlegten. SchülerInnen der BBS 1 Gifhorn riefen die Geschichte der aus Hannover deportierten JüdInnen ins Gedächtnis. Dabei rückt ein wichtiger Gedanke in den Hintergrund, findet Levitin. Ich als Jude in Deutschland würde sagen, was wir brauchen, ist nicht nur der traurige Blick in die Vergangenheit, sondern wirklich auch der Blick in die Zukunft gerichtet. Es würde mich freuen, wenn mehr Interesse auch gegeben hätte, was es heißt, heute jüdisches Leben in Deutschland zu führen, wer wir sind, was wir sind und was wir vielleicht uns wünschen. Jüdisch sein in Deutschland bedeutet auch heute noch, bedroht zu sein. In den kommenden Jahren wird es darauf ankommen, welchen Umgang die Gesellschaft mit dem Holocaust findet, wenn ZeitzeugInnen nicht mehr persönlich berichten können.